Tschüss, Freunde, ich bin's wieder, eure Luna Felix, und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von der goldenen Sonne. Du weißt, dass es nicht wahr ist, Isaac. Ich weiß einen Scheißdreck. Denn es ist 4 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich sag mal ja, weil ich gehe davon aus, dass es darum geht, dass wir es schaffen, den Wald von Kolima zu säubern. Nun, wenn Isaac geht, dann gehe ich auch. Endlich sind wir alle einer Meinung. Was bedrückt euch, Milord? Sie scheinen im Wilden entschlossen zu sein. Sie mögen glauben, Krieger zu sein, aber dennoch sind sie nur Kinder. Zwar sind dies schlimme Zeiten, doch kann ich keine Kinder ins Verderben schicken. Hey, was geschieht da mit dem Wald von Kolima, du Lusche? Wir dürfen nicht den Glauben an unsere anderen Helden verlieren. Aber was ist mit uns? Nein, wir können euch nicht in den sicheren Tod schicken. Und wenn wir sagen, dass wir ohnehin nach Osten gegangen wären? Ihr könnt gehen, sobald sich die Dinge wieder beruhigt haben. Aber das bedeutet, dass ihr uns nicht gehen lasst. Glaub mir, mein Junge, es ist zu deinem eigenen Besten. Oh, wir sind mies drauf. Nicht länger steht mir das in der Nacht drüber zu sprechen. Hauptmann! Bringe sie in den Kerker und hänge sie auf. Es tut mir leid, aber ihr solltet jetzt gehen. Na super. Ja. Isaac war dein Name. Es tut mir leid, dass du abgewiesen wurdest. La 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 la, Isaac war sein Name. Ich hätte niemals gedacht, dass Biblin so etwas widerfahren würde. Versprichst du mir nicht, nach Kolima zu gehen? Nein! Du bist ganz schön hartnäckig. Diese Barrikade, du brauchst vielleicht gar keinen Schlüssel. Oh mein Gott! Ups, das hätte ich besser nicht sagen sollen. Nun, ich sollte besser gehen. Wir Kinder in den Tod schickt. Der Ekelhafte. Naja. Auf jeden Fall, es tut mir jetzt leid, aber ich muss jetzt ein, zwei Sachen machen. Weil ich nämlich keine Ahnung habe. Böe hatten wir schon, oder? Ja, Böe hatten wir schon. Okay. Warte mal, nein, ich wollte nur kurz gucken. Nein. Was mache ich denn da? Okay, ich habe also nicht genug Kohle. El Rapiero? Du hast El Rapiero? Nein, ich will doch nichts verkaufen, Mensch. Daunenschwert? Hexenschnab. Ist besser. Okay. Gut. Naja, egal. Ich würde mal sagen, ich kämpfe jetzt noch eine kleine Runde, so ein paar Minuten. Und dann treffen wir uns hier wieder. Bis gleich. So, Freunde, ich bin wieder da und wir gehen uns noch schnell heilen. Schnell, schnell. War, schnell. So, und jetzt kaufen wir uns noch ein bisschen Zeug ein, oder? Würde ich mal sagen. Weiter. So. Und zwar gehe ich noch kurz zum Rüstungsladen. Ich habe ein bisschen Kohle gemacht. Ach so, was hat sich verändert? Isaac ist Level 9, Ivan aber 8 und so weiter. Und ich habe ein paar neue Zauber gelernt. Ich habe hier bei ihm nichts gelernt. Bei ihm habe ich Vulkan gelernt. Ein Einzelzauber, der ziemlich stark ist. Und er hat Plasma gelernt. Und Plasma ist auch ziemlich gut. Also kaufen wir uns doch erstmal die neuen Waffen. Nein. 1000er Langschwert. Kriegt Garrett. Möchte das anlegen? Jawohl. 210 Münzen? Na klar. Ein Spieleticket? Na klar. Dann, möchte ich den Hexenstab für Ivan. Jägerschwert, gut. Und wieder ein Spieleticket, sehr schön. So, und dann schauen wir mal, ob wir Ausrüstung wir wieder was kaufen können. Ja, ihr dürft mich gerne schlagen, sorry, aber ich war mir echt nicht sicher. Haben wir schon alles. Brauchen wir nicht. Warte mal. Okay. Haben wir Holzcappy für jeden? Und jawohl. Und schauen wir mal hier. Gut, alles klar. Gut, wir können weiter. Tut mir leid, dass ich das jetzt gemacht habe, aber ich musste das machen. Ansonsten, warum? War ich mir nicht sicher und so weiter. Aber wir können jetzt auf jeden Fall weiter mit der Story und so weiter. Wir gehen mal nach rechts. Warte mal. Derzeitige Position, ja.
oben waren wir schon. Ja, die Jungs habe ich jetzt zur Genüge bekämpft. Warte mal, du kriegst das, du kriegst das, du machst doch. Die Fledermaus. Ein Rattensoldat, 42 Schaden, 36 Schaden, der ist weg. Und die Fledermaus sendet die Ultraschall aus. Garrett nimmt 7 Schaden, was durchaus verträglich ist bei unserer momentanen KP-Anzahl. Und wir werden dann ansonsten weitersehen. War hier oben nicht... Naja, guck ich gleich, guck ich gleich, guck ich gleich. Wir sind in der Barrikade von Biblin und was sehen wir hier? Was? Ich habe 2-mal Geistesleger? Herr Geistesleger? Na gut, dann machen wir Altverschieber von hier. So, jetzt. Bam, bam. Und wir können jetzt tatsächlich auch ohne Schlüssel durch. Wahnsinn, ne? Hey, was ist mit euch los? Sie sind so schwer. Oh mein Gott. Wolltet ihr da an irgendwas rankommen und habt dann... Seid dann angebaumt worden. Ist natürlich blöd, aber... Nennt man persönliches Pech. Wir gehen erstmal hier lang, weil ich mir nicht sicher bin, ob hier nicht ein Djinn auftaucht. Weil manchmal auf der Weltkarte gibt es auch tatsächlich Djinns. Lustig, aber wahr. Und deswegen gucken wir uns danach. Ja, es ist schon ein paar Jahrzehnte, ja, wo ich das Spiel das letzte Mal komplett durchgespielt habe. Deswegen denkt euch nichts, wenn ich sowas mache. Sicher ist sicher. Nicht wahr? Ja. Ich denke schon. Nee, hier ist nichts, okay. Ein Erdbeben. Ein Erdbeben. Eine Flammenwand. Und euch zeigen wir jetzt mal das Plasma. Pass auf, Plasma. Ganz viel Schaden. Ein wunderschönes, niedliches Erdbeben. Und zack. Wundervoll. Okay. Hat sogar überlebt, aber der Rattensoldat. Oh, guck mal. Der Schocker. Bam, bam. Ich habe eine Rauchbombe gefunden. Wundervoll. Lohnt sich doch immer. Ah, ich habe mal gucken sollen. Ich habe, glaube ich, noch Öltröpfen. Öltröpfen und sowas bekommen. Da haben wir den Wald von Kolima. Naja, das wird schon. Und wir befinden uns nun in... Kolima! Wunderschöne Musik, oder? Es ist so still. Was ist los, Ivan? Ah, dieser Baum war einst ein Mensch. Jeder hier in Kolima wurde in einen Baum verwandelt. Warum? Weißt du, warum dies geschehen ist? Natürlich. Weil sie den heiligen Baum verletzt haben. Ganz genau, das wollte ich sagen. Ah. Was ist los? Guck nicht so komisch. Was ist jetzt, Ivan? Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden, was ist das? Es ist Blink-Blink-Pulver. Wow! Wow, was geschieht? Mein Verstand, jemand... Mein Verstand, jemand greift um einen... Einfach so ein bisschen eingeschlafen. Ja, kann mal passieren, wenn man nicht aufpasst, nicht wahr? Oh mein Gott. Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Bling-Bang-Pulver. Es glitzert. Ist es das, was diese Leute zu Bäumen macht? Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott, ist da eine riesige Bubble. Michael Bublé beschützt sie. Wundervoll. Na komm, na komm, na komm. Oh, blub. Oh, blub. Oh mein Gott, wir werden geschützt. Ist es etwa ein Salamibrötchen? Na? Alschek, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere hat sie uns geschützt. Ja. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, was diese Krüppel waren, Kuppeln waren. Es war unsere Synergie. Bist du bekloppt, Alter? Ich habe doch gar keine Synergie eingesetzt. Ey, ich kann stehen, ich kann mich wieder bewegen. Keine Sorge, Ivan. Mach nur, steh auf. Ich habe deinen Akzent nachgemacht. Diese Barrieren. Ja?
Wäre doch denn doch, dass man Synergien nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Ja. Als ich im Training war, habe ich so meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt mein Schädel. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich für Synergie einsetze... Na? Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Synergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Synergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist, oder was? Erklärst du mir das Offensichtliche? Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Ach ja! Ich stimme gerne zu, es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Isaac? Nein, du stinkst, ich geb dir nicht recht. Dir scheint das ja völlig egal zu sein. Möge sein. Ich möchte vielleicht weiterspielen. Vorsicht, das passiert schon wieder. Na, jetzt hört halt auf mit dem Müll. Game! Langweilig, Bäume, habt ihr es nicht kapiert? Das funktioniert nicht bei uns. Ich meine, keine Ahnung, wer das sein sollte oder wer das macht, aber es funktioniert nicht bei uns. Spoiler-Alarm. Warum? Warum werden sie nicht zu Bäumen? Wer sind sie? Was mögen diese Menschen sein, dass ihnen Tretsglanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten wird nicht genug sein. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht, jetzt bedrohe ich sie mit meinen. Ihr Kinder mögt vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht die Einzigen, die sterben werden, Aborandra. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Nein, aber nicht. Einst vertritt der sanftmütige König dieses Waldes. Doch langsam greift der Tod nach ihm und sein Herz wird entzweigerissen. Die dunkle Seite seiner selbst hat die Menschen von Kolima in Bäume verwandelt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr zu uns. Das sanfte Herz ist ein offenes Tor mit Zerstörung aller Art. Ich brauche keine Sanftheit. Wünscht ihr jene zu retten, die Tret in Bäume verwandelt hat? Nun müsst ihr seine sanfte Seite wieder beleben. Jedoch gelingt es euch nicht, Tret vor dem Verfall zu bewahren. Dann werden wir alle draufgehen, verrecken. Sucht nach Tret in der Tiefe des Waldes. Es hat keinen Sinn, Aborandra. Man kann den Menschen nicht trauen. Ihr werdet sterben und der Rest des Waldes mit mir. Und ich auch. Isaac, gibt es denn nichts, was wir tun können? Ja doch, wir können hingehen und mal gucken. Was sollen wir tun? Hast du eine Idee? Ja. Es scheint, als hätte Isaac eine Idee. Wir überlassen es dir, Isaac. Wir werden alle retten. Oh, was eine Kotzkatzin, Alter. Drei Viertel vom Part ist ja schon wieder vorbei. Ah, sehr gut, das hat den Topf, kann aber nichts finden. Wir untersuchen erstmal Töpfe. Wir können aber nichts finden. Und wir können immer noch nichts finden. Aber wieso? Ich habe das Gefühl, dass hier hinten vielleicht was drin ist. Nein, okay. Dann machen wir mal... Hier können wir so weit nichts machen, außer... Oh, guck mal, die Kinder. Ihr könnt hier hinten rein. Hallo? Wir können hier hinten rein? Ja, also... Würde ich das sagen? Ich war mir das sicher. Und jetzt gehen wir hier lang und holen uns... Wow! Schon. Ah, Ratten. Die gibt's ja überall. Ah, jetzt ist die Ratte aber ziemlich geschockt, nicht wahr? Und gelähmt, was ich gut finde. Ja, das hat's war sogar perfekt berechnet. Also komm, Ratte 2, stirb! Lass dich von Garrett schocken, von Ivan schocken. Kurz fixt. Wir gehen weiter. Ja, denn es ist so, dass wir hier den zweiten wundervollen Ärmchen bekommen, Alter, meine Ohren. Und Granit folgt uns. Granit macht er uns verteidigend. Aber nein. Granit, verbinde dich
Und Isaac ist deutlich stärker geworden, falls ihr gesehen habt. Und dann kämpfen wir noch eine Runde. 1, 2, Xoffen. Ultraschall. Ich bin nicht schwanger! Mitten ins Herz! Na komm, wer weiß, wo der Herr das kam. Kann es sein, dass die Musik jedes Mal wieder neu anfängt, wenn man einen Kampf da hat? Na komm, wir können mal ein bisschen rennen. Wollte ich zwar nicht, ich wollte zaubern, aber ich habe den Knopf falsch gedrückt. Es tut mir so leid. Bitte wein nicht. Bitte wein nicht. Es tut mir leid, ich weiß, aber... Gut, und ich weiß genau, dass wir nichts weiteres machen können. Und deswegen begeben wir uns in den Unglaublichen, in den Wunderbaren, in den Unsterblichen Wald von Kolima. Wald von Olima. Und hier machen wir jetzt einen Kampf, so werden wir finden. Baumsturm, wenn's war hast. Bam, 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 bam. Wow. Und wenn wir diesen einen Kampf gemacht haben, dann beende ich den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Hello Golden Osano. Im Wald von Kolima. Werden wir im nächsten Part schon Tret in den Hintern treten? Wir werden es sehen. Euer Lunaflexi, der bis zum nächsten Part. Beep, 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 beep.